Ich dachte, sie gefallen Ihnen auch. Johnny fragt mich andauernd, ob er seinen Vater endlich sehen kann. Das hier verkrafte ich schon kaum. Wie viel schwerer fällt es dann meinem Sohn? Johnny kommt schon drüber hinweg. Und Sie sind ja bald wieder draußen. Und wenn nicht, was dann? Was geschieht, wenn ich hier wirklich nicht mehr rauskomme? Sie kommen wieder frei. Er hat schon keine Mutter mehr. Und jetzt verliert er auch noch den Vater. Da brauchen wir uns aber nichts vorzumachen. Aber Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Es will mir nicht in den Kopf. Wer könnte nur aus reinem Hass auf mich mir sowas antun? Aus Hass? Ja. Diese Angriffe auf Haley und Victoria waren keine Ausbrüche von unkontrollierter Gewalt. Das sieht nach einem Plan aus, Jane. Denkt das auch die Polizei? Wir beide wissen, was die Polizei denkt. Jemand dringt in mein Haus ein, findet ein paar Stiefel von mir und für die Überfälle zieht er sie an. Und dann bringt er das Paar zurück in meinen Schrank und für die Polizei ist der Fall klar. Wer immer es war, er hatte nur eines im Sinn, mir drei Verbrechen anzuhängen, mit denen ich nichts zu tun habe. Irgendjemand, der noch frei herumläuft und sein irrsinniges Spiel treibt. Ja, eine Zahlungsanweisung. Richten Sie ein Ausbildungssparkonto mit $5000 von meinem Girokonto ein. Ja? Ja, wunderbar, aber keinen Namensvermerk, wenn Sie überweisen. Ja, genau so. John. John, Sie sind mein Finanzberater, nicht mein Vater. Würden Sie es bitte so machen, ja? Nun, das Kind wird bald geboren werden. Das ist wirklich streng vertraulich, klar? Die werdende Mutter ist Julia Wainwright. Richtig. Ja, Sie kennen sie aus der Kanzlei, das stimmt. Bankberater sollten eine ganze Menge wissen, aber nicht alles. Das ist wirklich nicht nötig, also bitte. Richtig. Sie werden das schon machen. Na sicher. Danke sehr, John. Hallo. Ich habe dich eben nicht unterbrechen wollen. Nein, das macht nichts. Es war nur wegen der Auszüge. Das war die Bank. Ich habe dich nicht gehört heute Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Wenn du nicht aufstehen musst, du weißt, du brauchst jetzt ausreichend Ruhe und ich will, dass du sie auch hast. Es muss aber sehr früh gewesen sein. Ja, ich hatte noch etliches zu erledigen. Es bleibt ständig was zu tun. Ah. Ich frage mich, ob du mir aus dem Weg gehen willst nach dem Gespräch, das wir gestern hatten. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Oh, wohl doch nicht. Ich war fast die ganze Nacht wach und habe versucht, meine Eifersucht auf Julia zu verstehen. Und was mich an euren häufigen Treffen so stört. Und jetzt endlich ist es mir klar geworden. Nein, das Problem liegt bei mir. Ich war wenig rücksichtsvoll und einfühlsam. Mason, bitte. Ich weiß, was dich beschäftigt, wenn es um Julia geht. Oh, Eden, das wird einfach wunderbar. Ich bin so aufgeregt, ich kann es nicht erwarten. Wann genau wird die Hochzeit stattfinden? Cruz hat noch etwas Berufliches in Cabo San Lucas zu erledigen. Ich werde schon nach Utah fahren, dort alles ein bisschen vorbereiten. Da trifft er sich mit mir. Und dann wird die Hochzeit sein. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Also Ihre Heiratsabsichten waren mir nicht bekannt. Ist das ganz überraschend gekommen? Überraschend? Nein. Wir haben doch unser Baby verloren. Das machte uns klar, wie vergänglich alles ist. Also haben wir beschlossen, dass es das Beste für uns beide ist, so schnell wie möglich zu heiraten. Und ich hoffe, Sie genießen es dort, solange Sie wollen. Ich werde für Sie die Pflanzen gießen. Alles Weitere hier erledige ich natürlich auch. Oh, gut, danke. Aber ich fahre erst übermorgen. Ich bleibe noch bei meinen Eltern, also wenn Sie noch Fragen an mich haben. Keine, die Sie nicht schon beantwortet haben. Es wird alles gut gehen. Oh, Sie sehen schon wie ein richtiger Ehemann aus mit der Krawatte. Sie ist aber danke, schön. Julia. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie beim Gymnastikkurs im Stich lasse. Tja, das ist doch wohl die Höhe. Sie lassen mich hier einfach im Regen stehen und das bloß, weil Sie wunderschöne Flitterwochen machen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass Pearl vielleicht für mich einspringt. Cruz, ich komme in diesem Kurs mittlerweile ganz gut zurecht und nur Ihrer Hilfe habe ich das zu verdanken. Und weil ich jetzt die meisten Teilnehmer besser kenne, kann und sollte ich wohl auch allein dorthin gehen. Oh, Sie sollen jetzt feiern und glücklich werden. Danke. Und schöne Flitterwochen. Ich will Sie nicht mehr sehen. Einen Monat lang. Okay? Auf Wiedersehen. Bis bald. Passen Sie auf sich auf. Mach ich schon. Alles Gute. Auf danke. Wiedersehen. Was ist los? Ich wünschte nur, sie wäre nicht so allein. Sie will allein sein, bis das Baby kommt. Die Absicht hat sie mehrfach geäußert. Ich weiß. Ich wünsche ihr nur, dass sie mal so glücklich wird wie wir. Sie kommt zurecht. Ich möchte so eine Krawatte wirklich nicht sehr oft tragen. Was hast du nur? Du siehst doch richtig elegant aus. Ich und elegant? Wirklich sehr hübsch. Du wirst der bestaussehendste Mann bei der Gouverneurskonferenz sein. Da habe ich Zweifel. Sei doch bloß nicht so bescheiden. Willst du nicht einfach mitkommen und nach den Sitzungen für mich da sein? Du wirst die ganze Zeit so beschäftigt sein, dass du gar nicht merkst, dass ich nicht da bin, Cruz. Und wenn ich dich bitte? Du weißt doch, ich habe hier noch zu tun. 1000 Sachen muss ich vorbereiten. Weißt du, was Julia sagt? Dort sei eine der schönsten Landschaften, die sie je gesehen hätte.
Wirst du ohne mich ein bisschen einsam sein? Ja, das werde ich sein. Aber ich hoffe zum letzten Mal. Und wenn du erst ja gesagt hast, ist es um dich geschehen. Tja, damit werde ich mich wohl irgendwie abfinden müssen. Was ist los? Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Mir geht es auch so. Es ist beängstigend, nicht? Nein, ist es nicht. Wir sollten uns freuen. Unser Leben beginnt erst jetzt. Dieser Kerl muss mich beobachtet haben. Immer dann, wenn er zugeschlagen hat, war er sicher, dass ich kein Alibi hatte. Kennen Sie irgendjemanden, der Sie als Feind betrachtet? Nein. Es ist vielleicht jemand von Glauben früher. Sie mir, ich verbringe Stunden in meiner Zelle. Wirklich jeden Moment in meinem Leben durchzugehen, in dem ich mich gestritten habe. Aber wie verzweifelt ich auch suche. Es fällt mir nichts ein. Ist schon gut. Auf jeden Fall ist es ein Verrückter, der sicher bald einen Fehler begehen wird. Und dann wird sich Ihre Unschuld herausstellen. Ich habe bisher als Einziger daran geglaubt. Es tut richtig gut zu wissen, dass da jemand ist, der auf meiner Seite steht. Tja, daran müssen Sie sich gewöhnen. Ich habe die Absicht, Sie zu besuchen, solange Sie hier drin sind. Das ist schön. Endlich mal ein Grund, sich zu freuen. Das hoffe ich. Es ist schon verrückt, sich an einem solchen Ort kennenzulernen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir schon sehr vertraut sind. Sie glauben gar nicht, wie sehr mir das hilft. Victoria, bevor du jetzt noch weiter. Ich habe dich um keine Erklärung gebeten. Was immer auch der Grund ist, Julia hat entschieden, das Baby allein großzuziehen ohne seinen Vater. Und du verhältst dich sehr verantwortungsbewusst. Tja, das mag zum Teil vielleicht stimmen, doch ich denke, ich verbringe mit ihr trotzdem nicht ungewöhnlich viel Zeit. Du brauchst dich nicht zu verteidigen. Ich habe über Cruz und Eden nachgedacht und wie verzweifelt sie gewesen sein müssen über den Verlust ihres Babys. Und auch du hast einen Verlust erlitten. Deshalb bist du so verständnisvoll zu jemandem wie Julia, genauso wie zu mir. Entschuldige bitte, dass ich mich deswegen so aufgeführt habe. Tja, ich habe es ja gewusst, dass du eine verständnisvolle Frau bist. Mason, ich möchte, dass wir uns wirklich gut verstehen und eine schöne Zeit miteinander haben. Victoria, das möchte ich auch. Du gehst an deine Arbeit und ich gehe mir wieder mal neue Kleider kaufen. Mein Bauch wächst jede Minute. Ich dachte, die haben ein Gummiband an der Hüfte. Ach, du hast gut reden. Nimm mich nur auf den Arm. Du hast vorhin mit der Bank telefoniert. Soll ich mit Scheck zahlen oder Kreditkarte? Nimm bitte die Kreditkarte. Ich will das Konto durch eine Überweisung ausgleichen. Ist gut. Sehen wir uns um 6 Uhr? Warte mal, ich habe einen wichtigen Termin um 6. Termin? Mit einem Kissen, einer Matratze und 12 schwangeren Frauen. Nein, ich vergesse die Gruppe nicht. Letzte Nacht habe ich auch darüber nachgedacht. Über die Schwangerschaftsgymnastik? Nein. Wie glücklich ich bin, einen Mann zu haben, auf den ich mich verlassen kann. Nicht zu fassen. Ich soll nach der Konferenz nach Santa Barbara zurückfahren, um einen Bericht abzugeben. Das wird ein Umweg, den ich gerne vermeiden wollte. Wenn du sowieso noch mal herkommst, dann brauche ich doch deine Sachen nicht mitzunehmen. Wie würde dir das als Hochzeitskleid gefallen? Oh, gut. Dieser Schneehase bringt ja glatt mein Blut zum Brodeln. Ich habe schon als Kind gehofft, so zum Altar geführt zu werden. Parker, Moonboots und lange Skihose. Also, Eden, im Ernst, du weißt, das können wir auch anders machen. Wenn du willst, dass wir in der Stadt heiraten mit deinem richtigen Brautkleid, dann geht das auch. Das war ein Scherz. Cruz, ich will dich in den Bergen heiraten und freue mich darauf. Ja, aber du könntest es auch bedauern, dass die Familie nicht da gewesen ist und es keine Feier gegeben hat. Hör auf, Cruz, ich bedauere ganz sicher nicht. Gut, ich habe dir das alles eingebrockt. Und wenn du jetzt vielleicht deine Meinung ändern willst, dann ist das in Ordnung. Hör zu, meine Familie hat schon so viele pompöse Hochzeiten ausgestattet, dass sie diesmal darauf verzichten können. Die Capwells waren doch heiratswütig in den letzten 6 Monaten. Du hast ja recht, aber das ist kein Grund, deinen Traum aufzugeben. Mir erscheint dieser Traum besser als der andere. Ich träume jetzt davon, dich bald zu heiraten. Auf einem schneeweißen Berg. Und dich endlich dort für mich allein zu haben. Wir werden unsere Flitterwochen in großer Einsamkeit und Liebe verbringen. Und dann darauf warten, dass der Frühling endlich kommt. Du bist so romantisch. Ich habe darüber gerade etwas gelesen. Warte, ich hab's dir mitgebracht. Hör zu.
Nach Frühlingsanfang zieht es nicht selten Hirsche, Braunbären, Füchse und manchmal Steinböcke in die Nähe von Wohnhäusern. Und in alten Hütten findet man nicht selten einmal auch den großen, bösen Wolf. Das steht hier nicht drin. Krieg ich auch so einen Parker, wenn wir verheiratet sind? Deine Wintersachen werden alle fertig gepackt sein, wenn du sie abholst. Sie denkt wirklich an alles. Toll. Ich denke sehr oft an dich und an deine Sachen. Auch an dich ohne Sachen. Ich weiß nicht, das kann hart werden, weißt du, bis ich fertig mit dem Auftrag bin. Schwupp, Blitz, zurück. Und schwupp, rüber nach Utah und dann schwupp, mit dir im Schlafsack bin. Da habe ich vielleicht keinen Schwung mehr. Komm ganz schnell zu mir, denn ich kann es kaum erwarten. Ich komme so schnell ich kann. Bitte glaub mir das. So schnell es nur geht. Jane, hey, zu spät für den Lunch, zu früh für das Dinner. Ich würde gern trotzdem was für dich. Ich treffe mich hier mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter? Deine Mutter hat sie nicht vor kurzem angerufen, Ken? Ja, ja, richtig. Sie sagte, sie sei noch in der Universität und würde später kommen. Danke. Das sieht ja so aus, als ob das Geschäft wieder in Gang kommt. Rick wird sich freuen, das zu sehen. Sicher, wir sind zwar Amateure, aber richtig gut. Entschuldige bitte, habe ich dich lange warten lassen? Ich bin auch noch nicht lange hier. Tut mir leid, aber es ging nicht Komm, schnell. Setz dich. Also, ich bin mir so aufgeregt wegen des Treffens für die Sammelaktion. Wir haben noch 2 Wochen. Und stell dir vor, schon heute sind weit mehr an Spenden bei uns eingegangen als letztes Jahr. Was? Da muss aber jemand wirklich gute Arbeit leisten. Glückwunsch, Mutter. Danke sehr, Jane. Du liebst diese Arbeit, nicht wahr? Oh ja, sehr. Weißt du, ich habe vorhin bei diesem Treffen da gesessen und alle, wirklich alle in dem Saal waren so beeindruckt von meiner Leistung, dass ich es selbst kaum glauben konnte. Alles lag schwarz auf weiß auf dem Tisch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich bin. Ich bin auch stolz auf dich, Mutter. Und das freut mich am allermeisten. Hier, Pearl. Ja? Hier sind die Schecks, die Brick für den Fleischer und für die Wäscherei. Oh, für den Fleischer. Ja, für die Wäscherei. Das ist großartig. Der Fleischer ist nämlich schon etwas nervös. Ja. Na, das ist heute mein Glückstag. Ich wollte dich gerade anrufen. Ja, so sparst du Kleingeld. Wie geht's dir, Lionel? Gut. Und das verdanke ich deiner Tochter. Und einigen Freunden von Brick, die mich vor dem völligen Verfall bewahren. Aber das ist doch Unsinn. Ich glaube, es wird Zeit für mich. Ich werde euch zwei jetzt allein lassen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Wir sehen uns dann später. Bis dann, Jay. Bis bald. Wiedersehen. Ich habe dir einen Vorschlag zu machen. Und was für einen Vorschlag? Tja, also an der Universität wird der Spendenaufruf in einigen Wochen erfolgreich beendet und es wird ein neuer Aufruf gestartet für das Museum. Es gibt da nur einen Haken. Welchen Haken? Nun, du wirst mit mir arbeiten. Guten Tag, Sir. Inspektor Castillo. Ja? Ich bin Carlotta Kivar. Oh, sehr erfreut. Bin ich zu früh dran? Oh, die Gruppe des Gouverneurs kommt erst in ein paar Minuten. Ich wollte Sie ganz gerne ein bisschen früher sehen. Aha. Welche dienstliche Funktion haben Sie hier? Oh, ich bin nicht aus dem Büro des Gouverneurs von Kalifornien. Ich bin die Pressesprecherin des Gouverneurs von Baja. Und wie Sie wissen, ist er der Gastgeber dieser Konferenz. Ja, das ist richtig. Bitte setzen wir uns. Hatten Sie einen bestimmten Grund, warum ich früher kommen sollte? Oh, so können wir miteinander besser bekannt werden. Offen gesagt, ich musste einige Hebel in Bewegung setzen, um sicherzugehen, dass Sie in die offizielle Begleitgruppe des Gouverneurs aufgenommen würden. Und warum war Ihnen das so wichtig? Bitte sehr, ich habe besonderen Wert darauf gelegt, dass ein Chicano als Polizeioffizier dabei ist. Und es war ein ganz schön hartes Stück Arbeit, jemanden von Ihrem außergewöhnlichen Ruf zu bekommen. Ich wusste nicht, dass mein Ruf schon über das Revier hinausgeht, bis nach Baja, Kalifornien. Sie sind zu bescheiden, Inspektor. Also es ist eine Ehre für mich, Ihnen zu begegnen. Und ich werde alles unternehmen, was in meiner Macht steht, damit Ihre Reise ganz bestimmt so angenehm wie möglich verläuft. Ach, was Sie nicht sagen. Aber ich fürchte, es hat sich schon als Fehler herausgestellt. Wieso das? Ein Wort des Dankes hätte mich gefreut. Es ist schließlich eine große Ehre für Sie, was hier auf Sie zukommt. Also, um ganz offen zu sein, Miss Kiva,
Die Reise nach Baja, so schön sie auch sein könnte, ist das Letzte in der Welt, was ich jetzt möchte. Bevor Sie Ihre Hochzeitsreise antreten, möchte ich für Sie wenigstens noch eine Kleinigkeit abgeben. Oh, Julia, das ist reizend. Nicht der Rede wert. Das ist gar nichts Besonderes. Das richtige Geschenk gebe ich Ihnen, wenn Sie beide wieder zurück sind. Danke, ich packe es erst in der Hütte aus. Okay, dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Nein, Sie stören mich nicht. Bleiben Sie doch. Ach, dann fühle ich mich wie eine neugierige Nachbarin. Unsinn, Julia. Ich bin froh darüber, dass Sie gekommen sind. Wollen Sie damit sagen, dass ich Ihre Pflanzen gießen soll? Nein, nein, die sind gut versorgt. Die aufdringliche, neugierige Nachbarin bin wohl ich. Julia, eigentlich sind wir Freunde. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Raus damit. Was wollen Sie denn wissen? Geht's Ihnen gut? Sind Sie glücklich, meine ich? Ich bin manchmal einsam. Ich habe nicht gewagt, mit jemandem darüber zu sprechen, aber wissen Sie, ich denke, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ich habe vor einiger Zeit festgestellt, dass mein Leben nicht so ist, wie ich es mir früher gewünscht habe. Es fehlte an Lebensinhalt, den ich mir nicht versagen möchte. Und deswegen habe ich angefangen nachzudenken. Über das, was ich in meinem Leben noch erreichen will oder auch erreichen kann. Und ich habe mich entschieden, ein Baby zu bekommen. Bisher taucht noch kein Mann in Ihre Geschichte auf, Julia. Das ist schon richtig. Das ändert aber nichts an meiner Entscheidung für ein Baby. Ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen. Ich bin mir über alle Konsequenzen im Klaren gewesen. Allerdings gab es zu Anfang ein gewisses Problem. Auf einen Mann kann man nicht verzichten. Tja. Ich musste auf die Suche gehen nach einem Vater, der meine Bedingungen erfüllt. Ich habe mit einigen sorgfältig ausgesuchten Männern geredet und bin sicher, dass meine Wahl auf den richtigen gefallen ist. Und nun bin ich schwanger. Wir beide haben von vornherein festgelegt, dass Gefühle überhaupt keine Rolle spielen dürfen. Er hat keine Verpflichtungen mir gegenüber und verzichtet auf den Kontakt mit dem Kind. Verstehen Sie, wieso ich darüber Stillschweigen bewahren will? Und bisher verläuft alles nach Plan? Mehr oder weniger. Es ist nicht gerade das, was ich mir in jungen Jahren vorgestellt hatte. Ich habe gedacht, dass ich bestimmt mal das große Glück finde, verliebt und stolz sein werde, wie Sie und Cruz heute. Aber mein Baby wird auch so ein liebevolles Zuhause haben. Und ich bin sehr froh, ihm dies bieten zu können. Der Mann, den Sie zum Vater auserkoren haben, wie ist der, Julia? Er ist wunderbar. Er ist intelligent, er ist liebevoll, eben etwas ganz Besonderes. Das klingt doch so, als wäre zwischen Ihnen beiden mehr gewesen. Das mag schon sein, aber mehr war nicht. Aber Sie würden es sich wünschen? Ja, das schon. Aber unglückliche Umstände haben die Verwirklichung meiner Wünsche verhindert. Und wer weiß, wenn das Kind erst geboren ist, begegnet mir vielleicht der Richtige. Aber ich weiß genau, dass es bestimmt nie so wäre wie mit ihm. Sie sollen wissen, dass ich ganz fest entschlossen bin, glücklich zu werden. Ich werde für das Glück meines Kindes bestimmt alles tun, was in meiner Macht steht. Und wer dieser Mann ist, das wollen Sie mir nicht sagen. Nein, Eden. Ist es jemand, den ich kenne? Entschuldigen Sie, ich bin neugierig. Das geht mich wirklich nichts an. Schon in Ordnung. Es tut mir gut, mich mit Ihnen zu unterhalten. Aber jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen, sonst wird heute nichts aus meiner Schwangerschaftsgymnastik. Ganz sicher werden Sie für Ihr Baby einen liebevollen Vater finden. Sie sind eine großartige Frau und verdienen es. Danke.
Genau wie Sie. Alles gut. Ja, ich weiß. Und du hast auch schon eine riesige Torte gebacken. Die Eiscreme schmilzt schon und du hast Angst, du könntest was verpassen, richtig? Richtig, also bitte. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Danke. Hau ab jetzt. Bis morgen. Nun, du musst wissen, Caroline, dass du als Mitvorsitzende des Spendenkomitees für das Museum eine wirklich bedeutende Position innehättest. Du scheinst nicht gerade begeistert zu sein. Lionel, ich freue mich wirklich sehr, aber... Aber ich liebe meinen Job an der Universität und inzwischen habe ich viele Freunde dort. Meine Arbeit wird dort sehr geschätzt und du musst verstehen, dass ich das alles nicht so ohne weiteres aufgeben will. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass du keinen Wert darauf legst, mit mir zu arbeiten? Das ist doch ganz und gar nicht der Fall. Seit ich darüber rede, fühlst du dich unbehaglich. Gut, Lionel, ich denke nicht, dass wir miteinander arbeiten sollten. Aha. Ganz besonders nicht in einem Job, den du für mich besorgt hast. Ich will jetzt wirklich endlich einmal unabhängig bleiben. Weißt du überhaupt, wie wichtig das für mich ist? Aber deine Unabhängigkeit will dir doch niemand nehmen. Lionel, bitte. Denkst du nicht, dass... Wir kommen uns gerade wieder etwas näher und ich denke, wir sollten uns ein bisschen Zeit und Ruhe nehmen und auch vom anderen nicht zu viel erwarten. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, du bist nur bockig, das ist alles. Glaub mir, ich meine es nicht persönlich. Und ob du es persönlich meinst, du willst es nur nicht zugeben. Genau, ich will nicht. Also gut. Ich gebe auf. Für heute. Wir sehen uns noch. Haben Sie etwa Ärger mit ihm? Oh nein. Oder doch ein bisschen. Aha. Na, dann folgen Sie ihm eben. Nein, ich glaube, das ist keine gute Idee im Augenblick. Aber ich glaube, ich mache am Strand einen kleinen Spaziergang. Tja, was soll ich ihm sagen, wenn er wieder vorbeikommt? Sagen Sie ihm, dass Sie eben gesehen haben, wie ich mit einem ganz tollen Mann weggefahren bin in einem goldenen Rolls-Royce. Ja, aber sehen Sie, da ist Ihnen bestimmt ein Fehler unterlaufen. Ich habe gar nichts überwiesen. Ja, genau. Nein. Ja, ich... Können Sie mir dann sagen, wieso? Ach, so ist das. Aha. Jetzt verstehe ich. Danke. Der Termin in der Jennings-Treuhandsache ist dummerweise auf morgen vorverlegt. Das bedeutet, dass wir die Unterlagen heute Abend durchgehen müssen. Ich gehe davon aus, dass du keine Ahnung hast, dass es einen Ausbildungssparvertrag für unser Baby gibt. Ist dir aufgefallen, du hast zum ersten Mal die Worte unser Baby wie selbstverständlich ausgesprochen? Ich warte auf deine Antwort, Mason. Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du sprichst. Jemand hat mir heute $5,000 überwiesen. Ohne Namensvermerk natürlich, auf das Konto von Baby Wainwright. Ich soll so viel Geld überweisen, wie kannst du ich das annehmen? Ich komme auf dich, Mason, weil du der Einzige bist, den ich kenne, der so dreist, so frech und so unglaublich arrogant daherkommt und mal eben alles regelt für mein ungeborenes Kind. Was denkst du dir überhaupt dabei? Julia? Du denkst, dass ich nicht die Mittel haben werde, für die Ausbildung meines Kindes selbst zu sorgen, aus eigener Kraft? Das empfinde ich als Anmaßung. Ich hoffe, unser kleines Treffen hat Sie gefreut. Ja, wirklich sehr angenehm. Aber ich finde, die offenen Fragen heben wir für später auf. Oh, wissen Sie, ich wollte Sie bitten, noch ein paar Minuten zu bleiben. Sehr gerne. Ich denke nur, dass wir alles besprochen haben. Ich finde, es bieten sich für Sie viel mehr Chancen bei dieser Konferenz. Sehen Sie, ich habe im Laufe der Zeit sehr viel über Sie gehört. Es mag Ihnen gar nicht klar sein, aber wissen Sie, dass Sie eine Legende für die Latino-Gemeinde sind? Nicht nur wegen Ihrer Fähigkeiten als Polizist, sondern wegen der Ruhe, mit der Sie auch in einer überwiegend weißen Umgebung zu arbeiten imstande sind. Ich bedanke mich sehr, nur ich verstehe Sie nicht ganz. Nun, wird die Konferenz ein Erfolg,
ist bestimmt eine große Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man den Beschluss fasst, dass Sie als Verbindungsmann für die Regierung von Baja und Kalifornien berufen werden. Ich verstehe. Sie haben also vermutet, ich würde interessiert sein an dem Job. Ja, denn ich vermute, dass Sie ein aufstrebender Mann sind, Inspektor. Sie werden doch nicht etwa einen Job ablehnen wollen, der so viele Möglichkeiten bietet. Soweit ich verstehe, haben Sie keine familiären Verpflichtungen. Komisch, dass Sie das erwähnt haben. Sobald diese Arbeit vorüber ist, lasse ich mich trauen. Ach, ich verstehe. Ich wusste nichts davon. Wenn Sie diese Fahrt nach Baja das letzte Mal als Junggeselle machen, müssen wir dafür sorgen, dass Sie diese Erfahrung niemals wieder vergessen werden. Hallo. Hallo. Eden Capwell, das ist Carlotta Kiva. Sie ist die Pressesprecherin des Gouverneurs von Baja, Kalifornien. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo, ganz meinerseits. Ich vermute, Sie sind die junge Frau, die der Inspektor so eilig heiraten möchte. Ich gratuliere Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Ihre Braut ist wirklich wunderschön, Inspektor. Ich bin sicher, jede Frau in Ihrem Umkreis wird grün vor Neid. Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu stören. Bruce Nein, hat mich zu. Gebeten, herzukommen. Also, wir waren doch fertig, nicht? Wir haben nichts mehr zu besprechen, richtig? Ja. Wir treffen uns wie verabredet morgen früh gegen 7 am Flughafen, Inspektor. Miss Capwell? Senorita, wie? Kiva. War es ein interessantes Gespräch? Es war recht langweilig. Sie hat nicht so gewirkt. Nun, Eden, du weißt doch, ich nehme nie Notiz von irgendwelchen fremden Frauen. Du nimmst nie Notiz? Sie interessieren mich nicht. Ist die Dame dir vom Gouverneur vielleicht bei deinem Job zugeteilt? Du brauchst doch eine Partnerin dort unten. Wann planst du zu fliegen? Schon gut, das war nur ein Witz. Hey, lach mal den Mann an, den du heiraten möchtest. Schon besser. Hast du das wirklich so gemeint? Willst du mich mit voller Absicht beleidigen? Ich sag doch, Julia, dass ich gar nicht weiß, wovon du redest. Bitte, bitte, Mason, hör auf. Es ärgert mich ganz einfach furchtbar, dass du mich offenbar für einen Dummkopf hältst. Du hast die Bank angerufen und sie veranlasst, $5,000 zu überweisen. Und du bist dir dabei bestimmt sehr großzügig vorgekommen. Besitzt du doch diese männliche Überlegenheit, aufgrund derer du glaubst, dass ich als Frau nicht allein damit fertig werden darf? Ich werde dieses Baby allein bekommen. Ich bin es, die für seine Ausbildung aufkommt. Und ich bestimme auch, was du mir schuldest, Mason. Meine männliche Überlegenheit, wie du es nennst, kann deiner weiblichen Selbstherrlichkeit nicht einmal das Wasser reichen. Nur weil du stolz bist, verwehrst du unserem Kind einfach die Chance auf eine erstklassige College-Ausbildung. Das ist nicht wahr. Ich verwehre bloß deiner Arroganz etwas. Dem Kind fehlen zwar die Capwell-Privilegien, aber es wird behütet, glücklich, froh, gesund und wohlerzogen sein. Ist ja gut. Ich bin davon überzeugt. Ich gebe zu, dass ich das gewesen bin, dass ich das Geld für das Baby überwiesen habe. Ich bekenne, dass ich versucht habe, dir etwas unter die Arme zu greifen, deinem noch ungeborenen Kind etwas zu geben, da ich an seiner Zeugung beteiligt war. Ich hätte gründlicher darüber nachdenken sollen. Ich wollte dir nicht wehtun, das war bestimmt nicht meine Absicht. Und in deine Mutterrolle wollte ich mich auch nicht einmischen. Das habe ich völlig anders gesehen. Tja, ganz offensichtlich. Aber vielleicht erlaubst du mir, einmal im Jahr von dieser Geste Gebrauch zu machen. Und zwar so lange, bis das Kind aufs College geht. Ich weiß, es ist besser, wenn ich dich vorher frage, Julia. Und ich nehme an, du weißt, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du mir erlaubst, das zu tun. Tja, ich vermute, auf längere Sicht wird es ja wohl kaum schaden. Es wäre eine gute Vorsorge für das Baby. Denn wenn ich es dir verwehren würde, wärst du einigermaßen enttäuscht von meinem Verhalten.
Heißt das ja? Ja. Ich nehme hiermit deinen Beitrag für unser Baby dankend an. Ich danke dir. Danke dir. Es ist sehr großzügig, Mason, wirklich. Manchmal kann ich aus dir einfach nicht schlau werden. Dankeschön. Wird immer schlimmer, hat meine Mutter gesagt, wohin sie gehen wollte. Sie wollte etwas allein sein, würde ich sagen. Und deswegen ist sie runter zum Strand gegangen, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Herrlich, ja. Ich werde lieber losgehen und sehen, ob ich sie finden kann. Was? Das meinst du doch wohl nicht ernst, oder? In dem Nebel? Nein, ich gehe los. Ich schulde dir was. Ich tue dir den Gefallen. Ich gehe, du bleibst. Und was immer du tust, vergiss nicht. Denk immer daran. Kein Freibier für die Gäste, bitte. Oh, danke. Ich schreie, wenn sie näher kommen. Oh mein Gott. Hilfe! Caroline, sind Sie das? Da ist jemand. Was denn, wo? Da drüben in den Büschen. Ich habe gehört, wie er auf uns zugekommen ist. Sie gehen wieder rein. Ich mache mich auf die Suche. Schnell, gehen Sie rein. Gehen Sie rein. Jane wartet auf Sie. Komm. Du kommst da sofort raus. Komm raus! Komm raus! Hey! Flucht! Beweise! Beweise, ja! Endlich haben wir was, was Brick helfen könnte. Hast du ihn gesehen? Nein, aber ich habe gehört, wie er näher gekommen ist. Jetzt ist dir alles gut. Hey, habt ihr die Polizei angerufen? Sicher. Hast du gesehen, wer es war? Nein, aber er hat Spuren hinterlassen. Und zwar seine Fußabdrücke und einen Kissenbezug. Es war derselbe Mann. Oh mein Gott. Hauptsache, ihnen ist nichts passiert. Wisst ihr, genau das war nötig, um die Unschuld von Brick zu beweisen. Jedenfalls folgt das aus diesem Paragraphen. Ja, du hast recht. Auf jeden Fall riskieren wir eine viel umfassendere Interpretation, als unser Klient es wünscht. Soll ich es unterschreiben? Nein, ich schließe den Vorgang ab und lege ihn morgen früh auf deinen Schreibtisch. Ich will es aber nicht auf dich abwälzen. Wir teilen uns die Arbeit. Du machst den ersten Abschnitt fertig, ich schreibe den zweiten neu und so werden wir es schon schaffen. Mason, hör zu. Du bist seit dem frühen Morgen hier und jetzt ist es schon 6 Uhr. Ach, das ist kein Problem. Ich will... 6, hast du gesagt? Ja, warum? Es ist so, ich wollte heute Abend pünktlich mit Victoria zur Schwangerschaftsgymnastik gehen. Oh, dann musst du wohl sofort los. Aber was machst du jetzt? Du wolltest da doch eigentlich auch hingehen. Ja, aber ich bin heute nicht in der Stimmung, dort mitzumachen. Wieso das? Weil Cruz doch gerade wegfahren will und ich gehe nun mal nicht gern allein dahin. Es hat keine Eile. Ich meine, es reicht dir aus, wenn ich es später mal nachhole. Wieso solltest du auf Cruz warten müssen? Weil es mir unangenehm ist, dort allein. Versteh doch. Entschuldige. Nein, ich wollte dich nicht zur Verantwortung ziehen. Ich sollte mit dir dorthin gehen. Das wäre ziemlich eigenartig. Stell dir vor, ich sitze rechts von dir und Victoria links. Tja, wenn das ginge, würde ich's tun. Das weißt du. Ich komme
immer zurecht. Ich habe eine Entscheidung für mein Leben gefällt und bin mir der Folgen durchaus bewusst. Deswegen kann ich heute Nacht hier weiterarbeiten und du nicht. Geh nach Haus. Hallo. Hallo. Ich habe gelesen, dass man dort auch sehr gut skilaufen kann. Ski? Naja, das ist zurzeit vielleicht nicht mein größtes Bedürfnis. Schön, dann nimm doch die Ski einfach mit, wenn du willst. Aber verlang nicht von mir, dass ich große Lust dazu habe. Was ist los? Keine Ahnung. Vor ein, zwei Stunden war ich noch glücklich, aber jetzt bin ich deprimiert. Das habe ich bemerkt. Dabei ist das Unsinn. Wir werden uns zwar trennen, aber nur für einige Tage. Ich finde das völlig verständlich. Ein paar Tage sind im Augenblick auch für mich wie eine Ewigkeit. Ich meine, warum kommst du nicht einfach mit, so wie ich es mir wünsche? Nein, man sollte solchen Gefühlen nicht nachgeben. Du fährst nach Baja und ich in die Berge. Und wenn du kommst, wird es so sein, wie wir es uns erträumt haben. Ich glaube, ich halte es nicht länger aus. Nein. Ich will heute den Traum beginnen. Lass uns losgehen. Ja, Cruz. Nun, eigentlich hat keiner von uns diesem Kerl direkt ins Antlitz geschaut. Waren Sie das, die vor ihm weggelaufen ist? Nein, ich war nicht hier draußen. Meine Mutter hat ihn gehört. Sie hörte ihn kommen? Ja, sie hat ihn kommen hören, hinter den Büschen. Verstehe ich nicht. Wenn niemand ihn gesehen hat, warum behaupten Sie dann, es wäre der Vergewaltiger gewesen? Weil hier, Officer, hier im Dreck ein Kissenbezug liegt. Verstehen Sie? Im dunklen Schatten der Büsche stand ein Mann. Und hier drüben, wenn Sie mir bitte folgen würden, finden Sie auch die Fußabdrücke, die... Wo? Das glaube ich nicht. Ich war vor kaum einer Minute hier, genau hier. Hat die Fußabdrücke noch jemand außer Ihnen gesehen? Ich bin doch nicht blöd. Und außerdem, dieser Kissenbezug hat genau an dieser Stelle hier gelegen, hier. Ich weiß nicht, wo er hin ist und die Fußspuren sind auch weg. Also folgendermaßen, wenn niemand sonst da gewesen ist, dann hat den Kerl nichts davon abgehalten, nochmal wiederzukommen und jede Spur zu beseitigen. Was können wir tun? Nicht sehr viel. Wir haben ja nicht mal den kleinsten Hinweis auf ihn. Ich Idiot, ich bin zu blöd. Wieso konnte ich nicht einfach hier draußen stehen bleiben? Aber wir müssen doch irgendetwas unternehmen. Wir können nur darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Heute Abend habe ich Julia gar nicht bei der Gymnastik gesehen. Ich frage mich, warum sie nicht gekommen ist. Ich weiß nicht. Na, ihr seht euch doch oft im Büro. Es überrascht mich, dass sie dir nicht gesagt hat, warum sie nicht kommt. Ich war in einer Sitzung, die hat sehr lange gedauert. Oh ja, ich weiß, dass ihr beide sehr schwer arbeitet. Wirklich, ich verstehe nicht, wie Julia, wie sie das schafft. Ich bin immer müde, das müsste ihr doch genauso gehen. Ich denke, dass sie das meiste von dem, was auf ihren Tisch kommt, sehr gut schafft. Sie scheint damit aber durchaus nicht fertig zu werden. Sie rennt doch ständig zu dir, wie du weißt. Worauf willst du hinaus, Victoria? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ich verstehe ja, dass du dich um sie kümmerst. Wie schön für Julia. Aber Mason, du fängst immer an, dich zu verteidigen, wenn man mit dir darüber spricht. Nein, ich will mich nicht verteidigen, Victoria. Ich sehe das Thema als beendet an. Denn wie du weißt, gibt es absolut keinen Grund für deine Eifersucht auf Julia. Ja, ich weiß. Du hast heute Morgen zu mir gesagt... Was ist denn? Das Baby. Was? Es hat sich bewegt. Komm zu mir. Schnell. Oh, ich glaube, jetzt ist es wieder eingeschlafen. Oh, Mason, ich bin so froh, dass du hier bist. Ja, es ist wunderbar. Du fehlst mir schon jetzt. Kannst du dir das vorstellen? In einer Woche sind wir schon verheiratet. Wie wird wohl unsere Feier da oben in den Bergen aussehen? Ich weiß schon genau, was ich zu dir sage.
Sag's mir jetzt. Aber das verdirbt es nur. Nur den Anfang, bitte. Dann habe ich etwas, woran ich denken kann, bis wir uns wiedersehen. Na schön. Die Worte stammen aus der Bibel. Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, und dringe nicht in mich, von dir fortzugehen. Wohin du gehst, da werde auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Und dein Volk soll mein Volk sein. Und dein Gott mein Gott. Und wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue so an mir und was er nur will. Der Tod allein scheide dich und mich. Wo Liebe ist, da ist kein Tod. I can feel each time that you touch me, like it's here and now. As the tear recurs, all the feelings that we love somehow, for a heartbeat they are.